Ach, jetzt hat der Goblin geschnallt, dass es hier einen Weg gibt. Oh, ein leerer Raum. Das ist immer gut. Aktivier mal die Steintafel. Die Hälfte ist geschafft. Vielleicht gibt es für euch doch noch Hoffnung. Was? Warum bist du hungrig? Warum seid ihr müde? Warum? Habe ich irgendwo was kaputt gemacht, dass ihr nicht mehr rauskommt? Oh. Warum habe ich dich nicht mitgenommen? Ernsthaft. Ach so. So vielleicht? Ach so, ich hab hier... Ja, das erklärt's. Jetzt aber. Ja, jetzt. Das habe ich aktiviert. Dann geht mal bitte das aktivieren. Nicht gerade ein Militärzwerg, aber egal. So, es gibt nur noch den Weg hier lang. Dann. Grab von diesem Ort aus immer geradeaus. Aber geradeaus in welche Richtung? Haha. Ich hoffe nur, dieser Zwerg hat Bartausfall. So, dann graben wir halt einfach mal in das Ding hier rein. Das ist nämlich der letzte große Raum, abgesehen von dem hier. Obwohl, in dem können wir auch reingraben. Großflächig. Oder wenigstens kurz davor graben. So. Dann haben nämlich alle Gräber was zu tun. Und wir haben dann fast alle Räume. Jo. Das hatte ich übersehen, dass da ein kleines Problemchen ist. Hust, hust. Oh. Ja, wie kommen wir in den Raum? Der wäre nämlich auch noch da. So am besten. Und dann haben wir vielleicht auch endlich bald mal... Also ich schätze mal, das hier ist die Schatzkammer, so wie das Ding aussieht. Ich hoffe es einfach mal. Ja, hämmer dich da noch durch. Forschungspunkt. Nebenbei, wie sieht es bei meinen Forschern aus? Ah, die forschen. Der eine ist noch hungrig und futtert. Die anderen beiden haben bald wieder einen Forschungspunkt beisammen. Zu meinen Militärs. Ein Schütze und ein Nahkämpfer. Ups. Nicht so. Sondern so bitte. Und von hier aus bitte da lang weiter. Und das hier lassen wir erstmal.
Ja, das hier ist ein Goblin-Militärstützpunkt, deswegen sind hier Kanonen und Pulverfässer. Und wir haben maximale Zufriedenheit übrigens. Oh. Der spackt ein bisschen, wahrscheinlich weil wir hier zwei Leitern haben. Wo ist eigentlich mein dritter Militär? Ach so, der war noch mit Essen beschäftigt. So, stirb du und dann ist das gut. So, dann könnt ihr auch hier reingraben von mir aus. Du gräbst hier unten fertig. Und da sind wir fast durch. Juhu. Gott, war das eine lange Mission. Und ich kann euch jetzt schon prophezeien, sie werden nicht kürzer werden. So, du heizt dich hoffentlich schön hoch. So, hier ist ausgebuddelt. Also kurz vor der hoffentlich Schatzkammer. Warum hast du keine Lust? Gehst du buddeln? Ich meine, du kannst hier hin. Oder habe ich gerade wieder aus Versehen was kaputt gemacht? Eigentlich nicht, oder? Hierhin bitte. Ne, hier runter müssten wir eigentlich kommen. Werden wir ja gleich sehen. Ich buddel mal hier rein. Der Raum scheint nämlich noch, auch noch etwas größer zu sein. Also ja, hier war eine Goblin-Basis. Und hier ist noch eine Goblin-Basis. Und für dich gibt es echt keinen Weg. Steht irgendwas irgendwo im Weg? Oh. Ja, hier ist noch eine Goblin-Basis. Die wollen nichts machen. Wollen sie jetzt vielleicht was machen? Ja, jetzt kommen sie und kämpfen. Also hier lang gibt es einen Weg. Ja, das ist klar. Was ist mit dem hier eigentlich? Der portet sich hier hin und her. Eigentlich gibt es hier den Weg und dann hier den Weg. Ja, und den nimmt er auch. Okay, graben wir uns dann halt einfach mal hier lang weiter. Weil das ist der letzte Raum, den es noch gibt. Und das müsste die Schatzkammer sein. Ja, komm, hilf mal dem hier mit. So. Oh, die beiden gehen buddeln, sehr schön.
Hoffentlich in die Schatzkammer, aber das sieht aus wie eine Schatzkammer. Es ist symmetrisch, zwergisch. Jo. Hear me out. Jawohl, endlich haben wir die Schatzkammer gefunden. Nein, natürlich wird sie von Grünhäuten bewacht. Listen. Na, das musste ja so kommen. Diese Grünhäute stehen uns im Weg. Bevor wir sie nicht einmal besiegt haben, kommen wir nicht an die Schätze heran. Besiegt die Grünhäute, ich will die Schätze haben. Und ja, das sind Orks. Ein mittelgroßer Goldhaufen. Großer Goldhaufen, ein großer Goldhaufen. Sehr viel Gold. Und ganz ehrlich, weil wir es können, machen wir mal Fernkampfspezialisierung. Dadurch können wir wenigstens ihn hier spezialisieren. Nämlich auf einen Schützen. Jo. Jetzt hat er eine Armbrust. Und ist nochmal stärker. Hallo? Leave me alone. So. Genau, kloppt euch bitte mit meinen Militärzwergen. Hallo? Wo gehst du hin? Bringe ich euch beide mal in Sicherheit. Schnappt mit dem blöden Schützen. Und frag mich, ob er ordentlich kämpfen kann. Nein, kann er nicht. Er muss schlafen. Ja, endlich. Jetzt steht niemand mehr zwischen uns und dem Schatz. Oh, ich bin so glücklich, ich könnte den Boden küssen. Auch die Ausrüstung scheint hier zu sein. Sie sind wunderschön. Dafür hat sich die Suche wirklich gelohnt, Schluchz. Wir sollen dieses Gebiet verlassen, damit ich sie benutzen kann. Bis wir nicht zur Weltkarte zurückgekehrt sind, werde ich die Artefakte nicht einsetzen können. Bitte erinnert mich daran, soll ich eines Tages so werden wie König Vater, dann werde ich meinen Bart abschneiden. Jo, legendärer Schatz, zurück zur Welt. Yay, wir haben die erste richtige Mission geschafft. Und haben zwei Ausrüstungsgegenstände gefunden. Und genügend Einfluss erreicht. So, mit dem Einfluss gehen wir jetzt mal auf inspirierender Prinz. Alle Forscher führen ihre Arbeit besser durch, was gut ist. Hear me out. Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Schatzkammer finden würde. Ja, Mulgar Fjord Cleaver hatte stets einen sehr interessanten Sinn für Humor. Das hat er sicherlich von euch abgeschaut. All diese merkwürdigen Wegweiser, die keinen richtigen Sinn ergaben. Fühlte sich an, als wäre ich wieder in Hemford. Ach, der hat... Ach, hat der kurze, stinkige Zwerg am Ende Heimweh? Was? Was hat das mit all dem zu tun? Ja. Gut, wir können mal kurz ins Königsmenü schauen. Jetzt haben wir nämlich Schwert und Zepter. Schwert und Zepter sind uralte Zeichen von Macht und Weisheit. Sie müssen einer wirklich wichtigen Person gehört haben. Das Titanschwert und das bleiende Zepter sind sangumwogene Gegenstände. Das, ja. Da ist der deutsche Text abgeschnitten. Zuschuss haben wir bereits gemacht. Und man sieht, die Zwerge sind etwas vorgestoßen. Jedenfalls hier ein kleiner Soldatentrupp.
Und König Vater steht immer noch da hinten rum. Ja, die Zwerge holen sich langsam das Reich zurück. Als nächstes steht die Magierfestung an. Allerdings werde ich vorher endlich mal einen Cut machen. Wir sind nämlich schon wieder lang über der Zeit. Also würde ich sagen, bis gleich.